Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute möchte ich euch mal die Displayschutzfolien oder das Panzerglas von Mumbi vorstellen. Ich würde das ganze Thema dann jetzt gleich mal auch, wenn ich das euch vorgestellt habe, auf mein Handy aufbringen. Würde in dem Moment auch das Ganze mal schneller vorlaufen lassen. Und dann könnt ihr auch mal beobachten, wie gut und wie schlecht es geht, je nachdem, wie es dann ist. Geliefert wird das ganze Thema in einem relativ edlen, muss ich sagen, Karton, Halterung, wo das Ganze auch hinten kurz beschrieben ist, wie man es machen soll. Und hier sind auch die jeweiligen Tücher dazu. Jeweils einmal wet und dry, für vorne und für hinten ein Panzerglas. Denn das iPhone, wie ja bekannt ist, hat ja hinten sowie auch vorne eine Glasfront. Okay. Man soll es schön sauber machen. Das ganze Thema dann wet und dann dry drauf machen. Und dann gerade so vorsichtig wie möglich das Ganze auf das Display rauf. Die kann man, die ganzen Luftanschlüsse, wie jetzt auch steht, kann man dann durch vorsichtiges nach außen wegdrücken rausholen. Man wird jetzt das Ganze mal schauen. Ich werde es jetzt mal ausprobieren und euch einfach mal dem Ganzen zuschauen lassen. Bis gleich. Okay. Okay, wie ihr seht, hat das ziemlich schnell geklappt. Es waren jetzt keine zwei, da kann jetzt mal drei, keine 3 Minuten, wo ich jetzt damit beschäftigt war. Es war wirklich einfach. Das hat sich von selbst sozusagen draufgezogen. Und dementsprechend, ja, bin ich echt überrascht. Das Einzige, wo ich wirklich negativ sagen muss, die Wipes, die wet, waren trocken. Und zwar alle. Alle zwei waren trocken. Da konnte man nichts davon nutzen. Letztendlich, ich habe das Handy davor schon sehr gut geputzt gehabt. Dementsprechend war das dann auch kein großer Act, das zu machen. Aber ja, es ging schnell. Es war schnell erledigt. Wie ihr gesehen habt, hier unten ist noch ein bisschen was in der Ecke. Ich hatte hier in der Mitte auch einen Fleck, der dann sozusagen, nachdem ich es hochgehoben hatte, jetzt wieder weg ist. Das kleine Eck vermute ich mal weit von mir, von meinem Fingernagel, wo ich jetzt nochmal hochgehoben habe. Aber sonst wirklich hängt es bombenfest jetzt drauf. Und wenn was sein sollte, ist das Display hiermit sehr gut geschützt. Also ich kann es wirklich empfehlen. Handy-Displays ist ja bekannt, gehen ja mal schnell mal kaputt, weil es mal runterfällt, weil es mal irgendwas drauf fällt oder ähnliches. Dementsprechend Mumbi Panzerglas ist zu empfehlen und kann ich euch wirklich nur auch weitergeben. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Rückfragen zu dem ganzen Thema habt, könnt ihr mir gerne auch diese in den Kommentaren stellen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß dann und
bis zum nächsten Video.